Hallo zurück zu Crusader Kings 3, zur möglicherweise letzten Folge dieses Let's Plays. Vorerst. Wer weiß? Ich bin Dennis. Das hier ist Schottland, das ist Argyll. Hier hat alles begonnen in Kilmartin, der Hauptstadt unseres Großreiches, das sich einstmals über die ganze Nordsee erstreckt hat. Und Teile der Ostsee und Teile Osteuropas. Praktisch ist es jetzt aber schon ein bisschen zusammengeschrumpft. Wir haben schon ein bisschen was verloren und selbst Argyll, also unser Haupt Landkreis, Landstrich, hat nur noch eine Gemeindekontrolle von 14 von 100, was dafür führt, dass wir 85% weniger Steuern erhalten, was dazu führt, dass wir praktisch in Armut leben müssen, leider. Das ist alles halt echt nicht so gut und wir haben schon echt alles dafür getan, um hier möglichst viele Boni zu bekommen. Jetzt wollen hier irgendwelche Leute auch noch meine Artefakte haben. Ich lieg doch schon am Boden. Jetzt tretet doch auch noch nach. Ich nehme das größte Geschenk. Gebt mir ein großes Geschenk. Ich habe ein meisterliches Schwert bekommen. Na, sowas nehme ich doch gern. Eine Iverring hat eine Affäre. Puh, soll sie machen. Ganz ehrlich. Habe ich kein Problem mit. Do you. Do you. So, was ist, welches Artefakt ist das jetzt? Die Brosche der gälischen Kultur. Wer will sie haben? Kleinkönigin Tal-Tiu. Plus minus null. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich sie vielleicht überzeugen kann, wieder zu mir zurückzukehren. Insofern gebe ich ihr jetzt mal die dumme Brosche, die ich nicht wirklich brauche. Was habe ich jetzt für ein cooles neues Schwert bekommen? Das ist neu. Das ist aber nicht besser als mein Schwert vom Himmel. Von Himmel. Schwert von Pimmel. Himmel. An den unversöhnlichen Kaiser George. Wer ist das jetzt? Von Weißrussland. Der weißrussische König möchte gerne, dass sein Sohn Glande meine Nichte Konstanze heiratet. Glande sieht nach einem echt vernünftigen Dude aus und Konstanze passt voll gut zu ihm. Ja, das machen wir sofort. Das Problem ist, dass ich mir von all diesen tollen neuen Bündnissen, die ich jetzt letzte und diese Folge geschlossen habe, halt absolut nichts kaufen kann. Absolut nichts. Gar nichts. Ich kann meine Tochter begnadigen. Ja, das war mir eh egal, dass sie da irgendwie fremdgevögelt hat. Ihr Mann ist über 60 und sie ist irgendwie 16. Ist schon okay, dass sie sich vielleicht auch mal jemand anders sucht. Oh, meine Enkelin, meine großgewachsene Enkelin, die zudem noch feige ist. Also sie ist 2 Meter groß und feige. Cool. König Jaromir von Polen. Hatte ich dem nicht eben. Ach nee, das war ein anderer. Das war jemand anders. Der passt doch aber ganz gut zu ihr. Der ist Wohlgestalt und sie ist halt ein echtes, properes Weib, ne? Also, ja, komm. Engere Verbindung mit Polen kann nicht schaden. Das kann nicht schaden, Leute. So, wir sind immer noch ganz schön im Minus. Ich habe immer noch keine so richtig guten Chancen, wie ich damit umgehen soll. Ich könnte mal meine Vasallen mehr angucken, wer mich gerne mag. Ach ja, keiner. Absolut gar keiner. Alle hassen mich. Mein mächtigster Vasall ist immer noch der König von Irland. Nee, es stimmt nicht. Der König von Noriega ist noch nicht. What the fuck? Und der König von England ist am allerkrassesten. Es wäre halt echt gut, wenn mich irgendwer davon jetzt nicht mehr hassen würde. Also, König Duyb geht schon in die richtige Richtung. Wie sieht's bei dir aus? Du wolltest ja vielleicht meinen Sohnemann zum Nachfolger wählen, der nur noch auf Platz 3 ist, der Nachfolge für Schottland. Ja, bei dem kommen wir kommen da nach und nach hin, aber das wird noch eine Weile dauern. Und dann bringt der mir halt einen Punkt, dann komme ich vielleicht wieder auf Rang 2. Ich bin ja auch nicht mehr Dynastie überhaupt, ne? Soweit ich das weiß. Verstehe ich ja auch. Dynastieoberhaupt Herzog Louis von Aquitanien, der halt auch mal eben deutlich stärker ist als ich. Und solange ich so verschuldet bin, habe ich ja keine Chance, an diese Stärke jemals wieder ranzukommen. In den Krieg rufen, der polnische König, was? Ich fordere euch auf, unser Bündnis euch mir bei grodnischer Anspruch auf Jarltum von Samogitia anzuschließen. Das klingt alles so uninteressant. Was habe ich damit zu tun? Wer kämpft da jetzt gegen wen? Wo ist denn das Jarltum Samogitia? Da oben, okay.
Oh ja, weißt du, wie stark sind die? Wie stark bist du? Du hast 5000 Mann. Die haben 2000 und 3000. Das schaffst du doch. Komm, wir gehen in den Krieg und ich mache einfach nichts. Ich weiß, du hast dir gewünscht, dass ich dir helfe, aber so wird es halt einfach nicht laufen. So wird es einfach. Oh, die haben noch Verbündete hier. Scheiße. Tja, dann werden wir wohl diesen Krieg verlieren. Weil ich schicke keine Armee. Ich kann keine Armee schicken. Nur wenn du mir Geld schickst. Das könnten wir so machen. Es gibt aber auch wirklich keine Möglichkeit, hier einfach mal schnell an Geld zu kommen, ne? Also ich könnte jetzt irgendwie hier vom König die Vasallenbande ändern, aber der zahlt auch schon hohe Feudalsteuern. Der zahlt mir 0,9 Gold? Was? So öffnet doch meine, ich bin es, Kolbjörn. Wer sind diese Leute? I don't fucking care. Ganz ehrlich, manchmal muss man Sachen auch einfach mal wegklicken. Wieso kriege ich jetzt hier minus 2 nur noch? Wo habe ich denn jetzt das Geld her? Und wieso sitzt der Typ jetzt eigentlich im Gefängnis? Ist das denn passiert? Was hat der denn jetzt schon wieder gemacht? Mögliche Bündnisverhandlungen, aber da ist wieder keiner dabei, der Bock auf mich hat, ne? Also dieses mögliche Bündnisverhandlungen ist echt die dümmste Anzeige hier oben. Die bringt halt wirklich gar nichts. So, ja, was soll ich mit der Information, dass es möglich wäre, wenn es denn möglich wäre? Aber es ist ja nicht möglich. Das ist ja schön. Da freuen wir uns doch noch enger an. Was zahlst du mir aktuell an Vasallenbanden? Können wir da mal vielleicht auf hochgehen? Was bringt mir das? Bringt mir einen mehr. Verlieren 14 Meinungen von mir. Die hassen mich eh schon alle. Das kann ich nicht machen. Der Fluch endet. Wer war der Typ noch gleich? Ich habe niemals auch nur eine Sekunde an dich gedacht. Also weiß ich nicht genau, warum es mich jetzt beschäftigen sollte. Kann ich meinen Hofdingsi weiter runterschrauben eigentlich? Die Unterbringung und die Mode noch weiter zurückfahren? So. Und schon bin ich bei plus 1. So sieht es nämlich aus. Das ist immer noch recht wenig, aber vielleicht. Also in 1892 Monaten sind wir wieder im Plus. Also, stay tuned, guys. Stay tuned. Wir haben's bald. Ein neuer Vorzug. Ja, kann ich irgendwo meine Einnahmen erhöhen? Ah, nur noch 0,9. Oh nein, oh nein. Steuereintreiber erhöhen. Thronanspruch gegen Lehnsherrn. Druckmittel. Ihr könnt für Druckmittel Bezahlungen verlangen. Ich habe aber keine Druckmittel, glaube ich. Wir machen jetzt erstmal Steuereintreiben verbessern. Vielleicht bringt das dann ein bisschen was. Ich habe ja meinen Kollegen hier zum Steuereintreiben geschickt. Domänensteuern plus 11,25%. Ja, die Domänen werfen halt aktuell echt wenig Steuern ab, weil sie so runtergewirtschaftet sind. Weil sie seit Jahren mit Schulden zu kämpfen haben. Wir würden heute sagen, die Hebriden sind verschuldet. Die Hebriden sind verschuldet. Nein, wir würden sagen, die Kommunen sind verschuldet. Wieso sinkt denn das jetzt schon wieder? Nein. Ich brauche das Geld, Leute. Ich brauche 1 plus reicht ja auch noch nicht. Seid gegrüßt, mein unversöhnlicher Lehnsherr. Wer ist das denn? Der irische König. Eure Nichte, die imposante Deirdre Ivarin, kommt mir genau richtig. Oh, der will meine Nichte heiraten. Ja, gerne. Oh, der steht wohl auf so bisschen. Der steht wohl auf so ein bisschen fiese Mädels, die ihn auch mal auspeitschen. Meichne kehrt zurück. Glückwunsch. Aber hier mein Enkel ist jetzt auch einfach schon seit Jahren eingesperrt, oder? Der Herzog von Moray. Er möchte gerne ein Druckmittel von mir haben. Ich brauche ein Druckmittel gegen den. Weil ich muss ja noch dafür sorgen, dass irgendwie Leute hier für meinen Sohn stimmen, was nicht mehr klappen kann. Selbst die Leute, die ich jetzt schon am Überzeugen war, das wird immer schlimmer. Das ist so dumm. Da waren wir doch schon bei minus 40 nur noch. Minus 50, minus 40. Bankrott. Ich durchstöbere nach allem, was helfen kann. Ja, ich bin bankrott. Ich weiß, dass ich bankrott bin, Leute. Ich bin seit Jahren bankrott.
dem Herzog eine, wer ist denn das eigentlich? Irgend so ein Vasall von mir, der mich nicht mag. Ich kann auch Frömmigkeit opfern, um Geld zu erlangen. Gürtel enger schnallen, um Geld zu. Na, bin ich fast wieder angespannt. Ich bin gierig, das geht nicht. Komm, ich bin eh nicht fromm. Dann kann ich jetzt auch nochmal gegen ein bisschen Frömmigkeit hier Geld ranschaffen. Eine Fraktion hat sich aufgelöst. Warum das denn? Irgend so eine Bauernfraktion hat sich aufgelöst. Na gut. Zu einer Jagd. Ich kann mir keine Jagd leisten. Nee, muss ich ablehnen. Ich kann mir keine Jagd leisten. Ich muss da ja hin. Es kostet mich Geld. Geld, was ich nicht hab. So, was ist das jetzt hier für ein tolles Ereignis? Ein Paria bei Hofe. Man urteilt streng über mich, weil ich Suhail meine Gastfreundschaft gewähre. Weil wer als Verbrecher gilt, wird aufgrund seines üblen Glaubens von den allermeisten gemieden. Dass ich jemanden, der als Verbrecher betrachtet wird, nicht verurteile, sondern sogar weiter in meiner Nähe dulde, wird als offene Toleranz ausgelegt, was die Priester und Gläubigen meinen Hof kritisch sehen lässt. Sie zwingen mich zum Handeln. Ich muss nur entscheiden, was wichtiger für mich ist. Die Verbrechen, die mein Höfling begangen hat, oder meine Zuneigung für ihn. Wer ist der Mann? Was hat er denn gemacht? Geplündert oder was? Ist das jetzt schon das Schlimmste, was der Typ gemacht hat? Er ist aber ein ziemlich geiler Typ. Ihr müsst bereuen. Ich bin doch aber zynisch. Das ist mir doch egal. Die Bestie festnehmen. Weiß ich auch nicht. Wer freut sich dann? Serterbrach? Serbretach? Entschuldigung. Wer ist das noch gleich? Ach ja, mein Patriarch. Schadet jetzt auch nicht, den zu erfreuen. Ich kann nicht mehr euer Gastgeber sein. Ja, wir verweisen ihn aus. Der Druck ist zu hoch, zu stark geworden. Zu hoch geworden. Königshof ist nun auf Prachtstufe 10. Nice. Das, obwohl ich so stark reduziert habe, meine ganzen Ausgaben dafür. Ah, Mann, ich habe echt keine Idee, was ich jetzt hier noch machen soll, weil die mich ja alle vor allen Dingen deswegen auch hassen, denke ich mal, weil ich kein Geld habe. Also es steht hier zwar nicht so, aber das Ding ist, die werden auf jeden Fall alle. Nebenlinie. Die werden auf jeden Fall alle tendenziell eher jemand anders wählen, weil meine Regierung halt keine Kohle hat. Größere Kontrolle. Ja! Momentum Argil hat unzureichende Verwaltung verloren. Nice. Nice, 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 nice. Alles nur, weil das belagert wurde die ganze Zeit. Wir sind jetzt wieder über 20. Das heißt, wir kriegen jetzt hier knapp doppelt so viele Steuern wie vorher. Das ist richtig gut. Das ist sehr schön. Ich meine, es dauert immer noch Jahre, Jahrzehnte, um von diesem Schuldenberg runterzukommen. Vor allen Dingen, wenn dann zwischendurch auch noch die eigene Freundin von mir stirbt. Und ich kann halt nicht auf Jagd gehen oder sowas, um irgendwie meine Anspannung abzubauen. Ist echt so ein Mist, wenn du kein Geld hast in dem Spiel und auch keine Chance hast, da rauszukommen aus dem Problem. Mögliche Bündnisverhandlungen will er nicht. Wer war das? Prinz Martin Noriega. Ist das der Nachfolger von seinem Vati? König Simon. Und der hat jetzt mittlerweile hier einen Lehen bekommen von seinem Vater. Die Westfold. Martin hält die Westfold. Okay, Mormer Molua ist gestorben. Den kann ich nicht mehr beeinflussen. Das heißt, das war jetzt hier das Thema mit der Wahl, ne? Oh nein! Und seine Tochter oder Enkelin oder was das ist, hasst mich noch mehr und ich kann sie auch nicht beeinflussen, weil sie ein Kind ist. So ein Shit, ey. Ich krieg die echt nicht mehr dahin, dass die auf mich umschwenken, ne? Theoretisch müsste ich halt versuchen, die Leute, die vor mir sind, halt zu schwächen. Aber ich habe halt nicht mehr die Zeit. Es wird jetzt halt gleich vorbei sein. Und dann ist es das Ende. Dann ist es das Ende. Ich habe immer gesagt, wenn ich Schottland verliere, dann habe ich verloren. Und ich werde Schottland vermutlich jetzt bald verlieren. Ich bin 66. Der wird wahrscheinlich sehr bald sterben, der gute Mann. Es ist ja schön, dass meine ganzen Kinder mich mögen, aber meine Vasallen hassen mich halt fast alle.
Bis auf der König von Irland, der mal mein größter Hater war und jetzt ist er einer meiner besten Freunde. Der König von England mag mich mittlerweile auch. Das ist doch schön. Was? Der ist gar nicht mehr König von England? What the fuck? Was ist hier gerade passiert? Was, ein neuer König von England? Hat der irgendwie, ich verstehe mal nicht, wie das passieren kann, dass die ihr Amt aufgeben oder ihren Status. Weil in meinem Fall passiert da sowas nicht. Bei mir geht das immer nur, wenn ich sterbe. Krass. Okay. König Kalich. Ja, kaum ist er nicht mehr König von England, mag der Typ mich. Dann können wir es aber auch beeinflussen. Beeinflussen, dann können wir die Beeinflussung auch beenden. So, zack. Und König Kalich, der hat halt Ansprüche auf alles, ne? Von Bayern bis zur Fjordküste. Alles, ganz Europa. Krasser Typ. Okay, den müssen wir jetzt mal beeinflussen. So, was ist jetzt hier passiert? Artefakt verlangen. Was wollt ihr denn alles immer für Artefakte? Ihr denkt halt wirklich, ihr könnt mich ausnehmen, ne? Wer bist du noch gleich? Irgend so ein Typ. In Hörderland. Also in Thurau. Also sprich da, wo du mich mal kannst, sozusagen. Du bist doch nicht mal mein Lehnsmann. Warum soll ich dir irgendwas geben? Geh weg. Geh sterben. So einfach. Und was ist das? Verlöbnis arrangieren zwischen dem samischen König, kein so schlechter Verbündeter, und meinem Neffen Magnus. Guter Junge. Sie ist ein bisschen, nee, naja. Passt aber. Können wir machen. Können wir machen, Diggi. So, mittlerweile habe ich hier wieder +4. Auch mit diesen Summen wird es etwas länger dauern. Also, ich kann mal ganz kurz ausrechnen, nur für unser aller Amüsement. 1782 durch 4, 445 Monate. Das sind sage und schreibe 37 Jahre. Falls es nicht wieder sinkt. Aber es sinkt ja, die Einnahmen zwischendurch auch mal wieder. Das heißt, der gute Mann hier muss ungefähr ein bisschen was über 100 werden, damit wir wieder im Plus sind. Mein Verwandter, König Ribmar von Schweden, der ruchlose Schwede, hat eine Nebenlinie geschaffen. Oh, das tut in der Seele weh, wenn ich doch nur Geld hätte. Wenn ich doch nur Geld hätte, man könnte einfach Schweden erobern. Der Mann hat nur 39 Mann. Er wird völlig zerpflückt von den Samischen wahrscheinlich und von den Esten. Ah, mit wem führt er gerade Krieg? Gegen Livland. Ernsthaft? Na gut, der ist tausendmal so stark wie er. Also, kann man schon machen. Das Reich verliert, falls Graf Matthäus. Ja gut, das ist jetzt nicht mein größtes Problem, ganz ehrlich. Mein Vasall, Herzog Idulb, kann begnadigt werden. Was hat er denn gemacht? Er hat überhaupt nichts gemacht. Einkerkerungsgrund. Aber ich weiß ja nicht, was. Begnadige den jetzt. Ich muss mir Freunde machen, Leute. Meine Gemeindekontrolle in äußeren Hebriden sinkt weiter. Meine Einnahmen sind gestiegen. Krass. Dann sind es jetzt nur noch 30 Jahre, die ich brauche. Das, wo ich wirklich jede Sekunde mein Leben aushauchen könnte, das ist leider wird das nicht reichen. Jetzt sind wir ungefähr wieder an dem Punkt von den Schulden her wie vor 2 Folgen. Alles, was ich dazwischen erlebt habe, war jetzt, hat nur meine Schulden vergrößert. So, Maumer Kausantin mag mich immer lieber. Danke, danke, danke. Weiter so. Ja, +7. Das Problem ist halt echt, dass die mich alle nicht mögen, ne? Wenn die mich alle lieber mögen würden, die ganzen Vasallen, dann würden die mir auch mehr Geld zahlen. Das hängt ja dann immer zu eng zusammen. Forderung, das Recht in Britannien zu herrschen. König Kelch müsste gern herrschen. Wie stark ist er? Weil ich mir einen Krieg problemlos auch leisten kann. Deswegen ist England jetzt raus. Tschüss. Zack. Ein Kniefall. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Erfolg freigeschaltet, der wahre Königshof. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt bekommen habe. Ihr seid jetzt ein einfacher König. Ach!
Ja, jetzt bin ich nur noch König von Schottland. Nice. So, es hat sich alles geändert. Neues Kulturoberhaupt ist Kaiser Kaelech. So. Ja, ich hab ihm ja das abgetreten. Ich kann mir keinen Krieg leisten gegen ihn. Das hätte eh nicht geklappt. Bin wieder König von Schottland. Können wir jetzt mal hier pausieren? Ich muss jetzt hier erstmal den Waffenstillstand. Bezahlt euch ihr, haben legen einen Waffenstillstand. Bezahlt mir Geld. Sehr schön. Okay. Aber das war jetzt nicht der Krieg, das war irgendein anderer Krieg. Der Ratsposten. Ja, Britannien sieht echt ordentlich aus, aber ich bin ja nur noch König von Schottland. Und das auch nicht mehr lange. Hat das jetzt irgendwas? Oh, Königreich Schottland, Königreich England. Ah, da kann ich mich jetzt auch zur Wahl stellen. Ah. Ich kann nicht abstimmen? Wieso sehe ich das dann überhaupt? Einfach nur aus Interesse, weil ich gewählt werden könnte oder was? Oder wie oder was? Ja, ich bin hier immer noch auf Rang 3. Und es hat sich auch überhaupt nichts. Naja, so ein bisschen was hat sich verschoben. Den müssen wir mal beeinflussen. Können wir nicht beeinflussen. Ach, ist das alles Mist, ey. Na gut, okay, wen können wir denn noch beglücken mit unseren Ratsverwalterposten hier? Wen können wir denn noch beglücken? Herzog der Gerechte von Cirkin. Der ist doch garantiert ein Dupsi-Dödel. Das ist doch der hier, ne? Na, dann macht der das. Dann macht der das natürlich. So, dann mag der mich nämlich schon mal deutlich lieber. Und der Ratsmarschall. Der Ratsmarschall. Da ist der bestgeeignete, der Herzog von Strathclyde. Ist der denn, der steht auch, der wählt auch, der Strathclyde. Dann machst du das. So. Sehr schön, dass ich. Oh, Ratseinlagung. Er hat mich als Kaiser vom Thron gestoßen, aber immerhin lädt er mich in seinen Rat ein. Daumen hoch. Daumen hoch dafür. So, das ist jetzt mein Reich, oder was? Ganz schön traurig. Wie und A. Habe ich jetzt. Nee, Agül gehört immer noch mir, ne? Alles andere wäre ja auch absurd. Aber dass sie mir nicht mal ganz Schottland gehört, das ist halt eine Katastrophe. Und warum der fucking. Naja, ach so, weil der ist der Lehnsherr von den Nordinseln hier, der König von Norwegen und der wiederum. Norregner. König von Norreger. Also er ist auch nicht der König von Norwegen, sondern der Fö König von Norreger. Was auch immer das jetzt wieder ist. Ah, Gott. So, Kaiser Kaelich mag uns sehr gerne. Dann können wir da mal die Beeinflussung beenden. Der ist unser bester Freund auf der ganzen weiten Welt. Haben wir noch irgendwelche Druckmittel gegen irgendwelche Leute? Ich erpresse jetzt mal hier. Irgendwelche Typen. So. Ich bring's mir was. Er lässt sich nicht erpressen. Sie ist pervers. Das kann ich verstehen. Er könnte nur eine Interaktion gleichzeitig schicken. Ach, so war das. Druckmittel, der Graf von Aalborg. Brodelnde Wut. Blablabla. Ich verliere nicht mal. Oh. Jetzt ist mein eigener Sohn mein Rivale? Was ist das denn? Ja, gut, ich kann es verstehen. Also ich meine, es ist Roleplay-mäßig ist es vollkommen logisch. Er hat sein gesamtes Erbe gerade verloren wegen seinem idiotischen Vater. Ich kann das 100% nachvollziehen. Er wird nicht König von Schottland und er wird auch nicht Kaiser von Großbritannien. Alles wegen seinem idiotischen Vater. Dass der keinen Bock mehr auf mich hat, das kann ich voll nachvollziehen. Na gut, wir werden nächste Folge sehen, ob das die letzte sein wird. Ich vermute ja. Freut euch schon mal auf das große Finale. Es ist immer schön, ein großes Finale, in dem hauptsächlich alles zu Ende geht und nicht irgendwie Sachen positiv enden. Aber wisst ihr was? Ich finde es fast besser so, weil wenn ich jetzt einfach noch 300 Jahre hier durchregiert hätte, als König und Kaiser, dann wäre mir halt auch irgendwann, glaube ich, langweilig geworden.
Also, so habe ich den Ansporn, einfach direkt danach eine neue Partie zu starten, mit einer völlig neuen Familie, an einem völlig anderen Ort der Welt und einfach die zweite Staffel zu starten. Weil wir sind immer noch in der ersten Season Crusader Kings 3 hier im Kanal. Ja, nur mal zur Info. Wir sind jenseits der 130. Folge immer noch in Season 1. Ich denke, wir können mal in Season 2 übergehen demnächst. Ich habe das jetzt hier nicht bewusst reingeritten, ja. Das ist einfach der Spielverlauf. Und ja, normalerweise würde ich sagen, Verlieren gehört dazu bei Crusader Kings. Daraus entstehen Geschichten. Und ich finde ehrlich gesagt, dass die Geschichte vom alten Kaiser George, der alles verloren hat, was seine Familie jahrhundertelang aufgebaut hat, und dann am Ende, mit dem Ende seines Lebens, seine Dynastie als Herrscherdynastie endet, finde ich ehrlich gesagt, ist eine coole Geschichte. Ich finde nicht, dass es die Geschichte schmälert oder schlechter macht. Im Gegenteil sogar, wenn wir an der Stelle dann auch wirklich aufhören und sagen, okay, hier endet die Dynastie. Ich finde, das setzt ein Ausrufezeichen hinter die ganze Lebensgeschichte dieser Dynastie, die wir jetzt 400 Jahre lang begleitet haben. Gut, wir sehen uns nächstes Mal wieder mit wahrscheinlich dem großen Finale. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.